Servus Leute, wenn ihr dieses Video seht, ist der Vibe hoffentlich schon da und ich will einfach nochmal drauf eingehen, was erwartet uns an neuen Content, an Änderungen und meine Vibe-Start-Tipps habe ich euch auch noch mit reingepackt. Viel Spaß! Was erwartet uns? Da wurde im Podcast schon viel verraten und wir haben eine recht detaillierte Roadmap bekommen. Falls die Downtime gerade läuft, dann ist es normal, dass wir schon die Patch Notes bekommen und ja, findet ihr dann unten in der Description. Hier schauen wir jetzt erstmal auf die Roadmap. Es wird Loadout-Presets geben, also für komplettes Gear und Waffen kann man komplette Presets speichern und die dann einkaufen. Sehr gutes Quality-of-Life-Feature. Randomized Loot-Container spawns auf der Map, das heißt, Container wie Waffenboxen oder Duffelbags sind nicht immer an derselben Stelle, sondern immer etwas, ja, random. Es gibt hier verschiedene Quality-of-Life-Features. Man kann hier Körperteile auswählen, die man heilen will. Helmlichter funktionieren endlich. Man kann, wenn man aus dem Scaffron kommt, alles direkt einfach an Fans verkaufen, um schnell Kohle zu machen. Schnellerer Pistolen-Switch. Trader-UI wurde komplett überarbeitet. Das wurde da auch im Podcast gezeigt. Sieht sehr gut aus. Neue Quality-of-Life-Features. Streets of Tarkov wird erweitert. Es wird einen Scaff-Boss geben im Autohandel, den Kaban. Das ist dieser Kollege hier. Ja, er hat auf jeden Fall eine PKM. Die wird auch kommen. Wird interessant. Es wird wohl so sein. Ich nehme es an, sie haben das für Streets mal geplant, dass dieser Kaban da den Autohandel komplett einnimmt und seine Untergebenen da an den MGs sitzen und so. Möglicherweise wird es genauso wie bei den Rogues auf Lighthouse. Und vielleicht hat man da auch als Bär im nächsten Vibe einen Vorteil, wie man als Yusek einen Vorteil auf Lighthouse hat. Aber das ist reine Spekulation von mir, aber ich werde auf jeden Fall wieder Bär nehmen. Hätte ich aber so oder so auch. Und dann neues Equipment und Armor, dann neue Waffen, die PKM haben wir gerade gesehen, die SVT, die AVT. Das sind halbautomatische oder vollautomatische Zweite Weltkriegswaffen im Mosin-Kaliber. Die AK-12, wieder eine 4x5-Waffe. Mal sehen, was die kann. Das neue Sword of the PM wurde überarbeitet. Dann, wie gesagt, der neue Boss. Kaban haben wir gerade gesehen. Ein Weapon-Stand im Hideout. Das heißt, man kann im Hideout einen Waffenständer bauen. Und da kann man dann fertig gemoddete Waffen reintun, die man wahrscheinlich auch anschauen kann, die dann keinen Platz im Stash verbrauchen, was gut ist. Dann New Location ist hier komplett durchgezogen. Will be added later. Das ist noch nicht der Fall. Ich weiß nicht, warum das hier so komplett ist. Quests werden rebalanced. Glass, Shader Optimization, Light Shows. Das sind halt die Grafik-Sachen. Muss man dann schauen, wie das genau aussieht. Technical und Functional Adjustments. AI wird überarbeitet. Okay. Dann dauerhaft wird die Performance überarbeitet. Unity 2021 soll, naja, noch nicht diesen Vibe kommen. Vielleicht machen sie da was. Keine Ahnung. Neuer Matchmaker schneller reinladen. Ist auch noch nicht der Fall. Various Improvements zu Launcher Backend Anti-Cheat. Das läuft dauerhaft. Und das war's mit der Roadmap. Wie gesagt, wenn die Downtime gerade läuft, dann gibt es da wahrscheinlich schon Patch Notes und die sind unten in der Description. Die habe ich jetzt natürlich noch nicht. Und jetzt will ich noch ein bisschen auf meine Vibe-Start-Tipps eingehen. So im Allgemeinen, wie startet man am besten in den Vibe? Wie startet man am besten, beziehungsweise wie starte ich in den Vibe? Grundsätzlich, man loggt ein, wählt seinen Namen aus. Wie gesagt, ich werde Bär nehmen. Ihr nehmt Yusek, je nachdem. Nehmt, worauf ihr Bock habt, das ist egal. In dem Fall ist das jetzt hier ein Standard-Account, der Yusek gewählt hat. Und dann nimmt man erstmal die Quests an. So, hier sind jetzt natürlich einige Event-Quests noch da, aber man hat erstmal bloß hier Debut und hier Therapist, Shortage heißt sie, glaube ich, genau. Also Salivas finden, eine 30 Gaffs töten und die Shotguns finden. Und dann geht man los. Man sollte immer, ja, sein bestes Gear spielen. Jetzt hier beim Standard-Account ist es halt eine Packer und ja, man hat einen Comtech, keinen Helm. Bei einer EOD-Version wäre das dann die AVS-Weste oder die M2 ist es, glaube ich, wenn man den Yusek wählt. Und dann nimmt man als Yusek die DT-MDR oder die RPK und packt auf jeden Fall noch ein Visier oben drauf. Das ist immer ganz wichtig. Spart nicht an den Waffen. Kauft euch ein Visier, es lohnt sich. Ein Red Dot ist am Anfang so stark, es macht das Aimen so viel einfacher. Nicht wundern, hier ist alles auf 4. Die Events laufen hier gerade noch. Aber jetzt hier würde ich es halt so machen. Ich würde ein MRS nehmen und dann auf jeden Fall so gehen. Man kann auch hier vorne da noch den... hier kann ich das noch nicht. Man kann hier vorne natürlich auch noch den Gasblock ändern, dass man da drüber schauen kann. Grundsätzlich kann man da auch bei einer M4 ein Cobra drauf machen. Dann kann man da drüber schauen. Das ist auch bei der ADA der Fall. Braucht man den nicht ändern. Aber grundsätzlich nimmt eine vollautomatische Waffe, die ihr halbwegs gut kontrollieren könnt. Es geht bloß darum, bringt die Kugeln in Richtung vom Gegner. Ich würde nicht empfehlen, mit nur einer Pistole zu gehen, um da Gear zu sparen. Insbesondere am Anfang vom Vibe ist es Gear. Es macht so viel aus. Man hat, wenn man mehr Feuerkraft hat, gewinnt man wesentlich mehr Fights. Bei einer Pistole, ja, da verlierst du dann die Fights.
Es lohnt sich einfach nicht. Genauso ist es mit nur einer Mosin. Eine Mosin ist so eine All-In-Waffe. Entweder man trifft den Schuss oder man schießt zweimal daneben und dann hat man den Fight verloren. Und es ist einfach viel einfacher, mit einer vollautomatischen Waffe zu gehen. So eine MP5 bietet sich hier auch an. Geht immer mit Comtex, dass er auch gutes Audio hat. Bringt immer einen Rucksack mit, weil ihr solltet immer, wenn ihr diese Quest erledigt, müsst ihr auch nebenbei looten. Schaut, dass ihr immer den Rucksack halbwegs voll habt. Und dann, wenn ihr im Raid seid, da konzentriert euch auf die Quest, lootet etwas nebenbei und PvP, pusht nicht auf PvP, geht auf Nummer sicher. Ihr habt Waffen bloß dabei zur Selbstverteidigung. Das heißt, ihr macht die Quest und wenn ihr euch selbst verteidigen müsst, dann tut ihr das. Aber das ist, ja, meistens kann man Fights umgehen. Ihr müsst jetzt nicht in einen reinrennen. Es lohnt sich auch wenig Spieler zu killen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr da krasses Gear rausschleppen könnt und ihr habt eh noch Stärke und Endurance auf 1. So viel könnt ihr da gar nicht mitnehmen. Deswegen spielt auf die Quests, lootet ein bisschen nebenbei, geht auf Nummer sicher, nur Selbstverteidigung und so progresst man am schnellsten. Einfach den Quests folgen und dann auch hier ein bisschen zur Ausrüstung. Painkiller sollte man hier schnelle dabei haben, es kommt halt immer drauf an. Jetzt hat hier bei der Standard-Edition ein paar Ersatz-Painkiller. Ich habe halt hier kein CMS und kein Grizzly. Bei einer EOD-Version hat man Grizzly, kommt hier unten in Gamma-Container in Grizzly rein. Das CMS, Ersatz-Painkiller, dann noch ein bisschen Ammo. Hier oben natürlich Magazine. Wenn ihr Granaten habt, nehmt die Granaten mit, nutzt sie. Wenn ihr einen Helm habt, dann zieht ihn an, kauft nicht extra ein. Ihr könnt einen Helm, könnt ihr schnell vom Scav looten. Level 3 Helme retten euch am Anfang wirklich oft das Leben. Also Helm würde ich jetzt nicht unbedingt das Geld ausgeben, außer ihr habt schon richtig viel. Aber das ist nicht mal bei mir der Fall. Von daher denke ich mal, das wird nicht so sein. Und ja, das sind so die Grundsätze. Wie geht man an den Wipe ran? Und dann grundsätzlich, wenn ihr Waffen nachkaufen, also gute Empfehlungen sind immer alles, was vollautomatisch ist und gut kontrollierbar ist. Das heißt, jegliche Art von SMG, eine MP5, UMP mit FMJ-Ammo ist natürlich der Killer schlechthin. Mit einem Visier oben drauf, ready to go, kann man halt gegen die Knives hier tauschen. Die Knives, ja, am Anfang werdet ihr sie nicht bei Fans finden, aber ihr könnt sie ja von den Scavs looten. 4 von denen, 1 von denen und eine UMP ist wirklich stark, weil die halt einfach zu kontrollieren ist. Brauchst du nichts machen. Selbes gilt für die MP5, der geht auch mit den Messern. Dann habt ihr hier bei Prepper, mal sehen, Moment, da können wir dann, ja, eine SKS kann man natürlich nehmen, wenn man will, aber ist nicht meine Empfehlung. Ich empfehle eher hier die Ketter oder so, wenn man wirklich was kaufen will. Und dann, ja, Rüstungen, die sind am Anfang immer gerne ausverkauft. Also das Teil hier, Level 3, ist am Anfang immer schnell ausverkauft. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dann lootet euch was vom Scav oder nehmt einfach das, was ihr habt. Also es gibt jetzt, das ist bloß das, was man nachkaufen kann. Man findet natürlich auch einiges an Loot und am Anfang kann man auch vieles gebrauchen und dann je nachdem, was vollautomatisch ist, was gerade ausschießt, möglichst viele Kugeln in Richtung vom Gegner. Es muss gar nicht so die krasse Range haben. Wichtig ist, dass ihr euch damit sicher fühlt, dass ihr Scavs one-tappen könnt auf dem Kopf, dass ihr da nicht lange braucht. Das ist sehr wichtig. Weil das ist die meiste Zeit, was ihr machen werdet. Ihr werdet nicht unbedingt so viel gegen Spieler fighten, sondern ihr werdet Scavs one-tappen und dann bloß Selbstverteidigung betreiben. Und ja, das sind eigentlich so meine allgemeinen Tipps, wie man am besten in den Vibe startet. Man questet, man geht bloß auf Nummer sicher auf Selbstverteidigung und man spielt progress-orientiert. Und dann, ja, steckt ein bisschen was ins Hideout, macht euch mit dem Wiki vertraut natürlich. Da schauen wir gleich nochmal rein, die zwei Übersichten. Aber das war's hier mit den Ingame-Sachen und ja, mit meinen allgemeinen Tipps hierfür. Beim Tarkov-Wiki gibt es zwei Übersichten, die wichtig sind. Einmal die Quest-Items, einmal die Hideout-Items. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das Wiki findet, unten in der Description findet ihr einen Link. Hier einfach einmal nach Quests suchen und da gibt es eine Übersicht hier bei den Image-Guides. Da solltet ihr euch mit vertraut machen. Alles, was grün hinterlegt ist, solltet ihr Found-in-Raid aufheben. Und ja, grundsätzlich ist jetzt nicht markiert, wann man das genau braucht, aber die ersten Klassiker, ne, der Flash Drive, Gas Analyzer, Salevas. Mehr Erfahrung bringt einem da weiter, aber grundsätzlich solltet ihr alles, was hier aufgeführt ist, solltet ihr irgendwann mal aufheben. Also insbesondere die Sachen, die grün aufgeführt sind. Und wichtig ist, kauft euch Lucky Scav Junkboxen. 1, 2, 3, je nachdem, wie viel Platz ihr braucht, hebt das Zeug auf. Das geht dann auch nicht nur um die Quest-Items, aber das ist sehr wichtig, weil man macht sich einfach das Leben leichter. Es gibt dann auch hier die Übersicht beim Hideout. Einfach auf dem Wiki nach Hideout suchen. Da kann man hier die Übersicht anschauen. Was beim Hideout, was man da haben muss, das muss man zwar nicht Found in Raid haben, aber man kann einen Haufen Geld damit machen und man kann es selber verwenden, wenn man dann selber sein Hideout upgradet. Man sollte es immer so handhaben. Progress ist wichtig. Progress ist das Wichtigste. Dabei nicht pleite gehen, also sich noch Gear leisten können. Lucky Scav Junkboxen
Und dann, wenn man Kohle übrig hat, sollte man das ins Hideout stecken, beziehungsweise wenn man die Items hat, sollte man das ins Hideout stecken. Und ja, ich kann jetzt natürlich nicht darauf eingehen, wie man Kohle, also hier Geld macht den Tag auf, das ist alles eine große Erfahrungssache. Am Anfang ist es so, ihr müsst einfach wissen, was ihr in-game lootet, was ihr an den Trader verkaufen könnt, was ihr behalten solltet. Und mit den Sachen, die ihr an Trader verkauft, mit denen macht ihr Kohle. Holt euch dann eine Lucky Skeff Junkbox, finanziert euer Gear damit. Und später ab Level 15, wenn es dann den Flea gibt, dann kann man auch sehr viel Geld mit diesen Hideout-Items machen, weil es gibt sehr viele Leute, die den kaufen. Und die Preise, je nachdem, wie die Nachfrage ist, gehen dann stark nach oben und man kann wirklich viel Geld mitnehmen. Deswegen prägt euch das ein. Und ja. Das waren meine Tipps zum Wiki und was uns im Vibe erwartet und natürlich auch meine allgemeinen Vibe-Start-Tipps. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Jetzt, wenn der Vibe ist, bin ich sehr, sehr viel live. Schaut mal vorbei, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und ja, wir sehen uns wieder auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann, einen guten Start in den Vibe.